Ich möchte dir gerne heute ein kleines Geschenk machen. Ich möchte dir gerne heute zeigen, dass du das größte Wunder bist auf dieser Welt. Dein größtes Wunder ist dein Körper. Die zweite Ebene sind deine Gefühle. Und eine dritte Ebene ist dein großes Universum, dein großes Reich in dir. Du bist das größte Wunder. Ich möchte dir gerne heute beweisen, dass dein Leben jeden Tag zu fühlen ist. Ich möchte dich gerne heute mehr mit dir verbinden. Ich wünsche mir für dich, dass du diese Reise in dein Leben, du dir selbst als größtes Geschenk machen kannst, um mit dieser tollen Information und diesen Gefühlen und all das, was hochkommt, durch dein Leben zu gehen, eine andere Sicht zu bekommen, bewusster da zu sein auf dieser Welt. Bewusster bei dir zu sein. Setze dich dazu ganz bequem hin. Schaue, dass dein Brustkorb zu jeder Seite sich frei anfühlt, du dich nirgendwo anlehnst. Lege deine Hände ganz weich auf deinen Oberschenkel. Vielleicht bist du im Schneidersitz. Wie auch immer du die nächsten Minuten für dich und dein Leben dich fühlen magst. Mit dem nächsten Einatemzug erlaubst du dir, deine Augen zu schließen. Du erlaubst dir, hier nach innen zu schauen. Es ist wie eine Reise, die dich jetzt einlädt in einen wunderschönen Waggon, um von dieser äußerlichen, hektischen Welt, in dem wir kontinuierlich irgendwelche Rollen spielen, dein ehrliches Ich finden. Der nächste Einatemzug beginnt. Du reist ganz langsam immer mehr zu dir. Stell dir vor, du bist in einem großen Waggon, wunderschön. Ganz langsames Tempo fährst du auf einer schönen Energie immer mehr nach innen. Dein Antrieb ist dein Atemzug. Du stellst dir vor, dass du alles sehen kannst und fühlen kannst, wenn du noch ganz am Anfang dieser Reise bist. Du nimmst dich wahr, wie du sitzt, wie dein freier, großer Oberkörper diese Luft, diese Atmung in deinen Körper einsaugt. Du fühlst dich groß und aufrecht und dennoch entspannt zugleich. Ab jetzt ist dein Atem für dich da. Mit jedem Atemzug, den du an deiner Nasenspitze fühlst, der dich so ein bisschen kalt kitzelt und in dich hineinfließt, wird dieser Waggon, in dem du bist, in deinem Bewusstsein immer mehr nach innen gehen, immer mehr wieder angestupst nach innen zu reisen. Dieser Atemzug, der so lange in deinem Körper kommt, der dich besucht, der dich füllt mit Energie, nur für dich und dein Leben. Nimm dem ganz bewusst wahr, immer mehr gelingt es dir, immer mehr wird es dir gelingen, da zu sein,
zu fühlen. Das erste Geschenk, was du wahrnimmst, ist, dass du diese Ruhe spürst. Diese Ruhe, wenn du dein Leben sehen kannst, fühlen kannst, wahrnehmen kannst. Dieser Waggon geht immer mehr in dich hinein, immer mehr in das Innere, immer tiefer, aber ganz gemütlich. Deine Atemzüge werden immer präsenter. Sie werden immer tiefer und du fühlst, wie du deinen Brustkorb nun jetzt bewusster zu jeder Seite ausdehnen kannst, indem du tiefe, weiche, schöne, große Atemzüge machen kannst, ohne Anstrengung. Deine Nasenspitze, die immer wieder von diesem kleinen kalten Luftzug besucht wird, ist immer wieder für dich der Fokus, die Richtung, die dich lenkt, um zu dir zu kommen, immer mehr. Und dann nutzt du diese Atmung, um rechts und links deinen Rippenbogen mal auseinanderzudehnen, auseinanderzuziehen. Und du beobachtest diese Bewegung, ohne dass du das Gefühl hast, du musstest dich anstrengen. Und wenn der Atemzug dich nach außen begleitet, fühlst du diese schöne, warme Luft an deiner Nase. Du spürst mit dem nächsten Einatemzug, wie groß deine Wirbelsäule wird, ohne dass du dich zusätzlich aufrichten musst. Und dieses bewusste Wahrnehmen deiner körperlichen Aufrichtung schiebt immer mehr diesen Waggon, dieses Bewusstsein nach innen. Du fühlst hier eine wunderschöne Ruhe. Es ist fast schon wie Frieden. Nimm mal die nächsten drei Atemzüge ganz bewusst, genau in diesem Fokus wahr, indem du deine Rippenbögen rechts und links nach außen atmest, du eine Bewegung in dir wahrnehmen kannst. Genieß das. Und du spürst, dass du immer mehr diese Möglichkeit bekommst, echt zu sein, bei dir zu sein, einen besonderen Moment zu erleben, sich auf eine andere Art und Weise zu fühlen und zu füllen. Und deine Reise geht weiter. Dir gelingt es jetzt immer mehr, tiefer einzuatmen, weil du dich auf eine ganz gewisse, besondere Art und Weise entspannst. Dein Zwerchfell hier weich wird, immer mehr und immer mehr. Fühlst du, dass diese Einatmung nun auch deinen Rippenbogen nach vorne und hinten sich weiten können? Deine Einatmung dich immer wieder auf deiner Nasenspitze, an deiner Nasenspitze, kurz besucht und sagt, hey, darf ich rein? Ist deine nächste Aufgabe, deine nächste Erfahrung, deinen Rippenbogen nun auch noch nach vorne und nach hinten zu atmen, so dass du eine rundherum Bewegung in deinem Brustkorb wahrnehmen kannst? Deine Schultern, deine Hände, deine Beine bleiben weich. Deine Wirbelsäule angenehm aufgerichtet. Beobachtest du nun, wie es ist,
die Atmung nach vorne und hinten zu bringen, rechts und links. Deine Lunge sich komplett in alle Richtungen ausweiten darf. Dein Zwerchfell hier immer mehr die Möglichkeit von Öffnung bekommt, von Weite. Und dadurch deine Atemzüge immer mehr in deinen Körper kommen und deine Reise dadurch weiter nach innen geht. Vielleicht empfindest du auch eine kleine Freude, dass das Einatmen dir nun eine andere Möglichkeit gibt, dich zu fühlen. Mit jedem Atemzug, den du so tief nun in deinen Körper einsaugst, einatmest, merkst du eine kleine Bewegung des Rippenbogens rechts und links, vorne und hinten. Schau mal, ob es dir jetzt nun auch gelingt, mindestens 3 Atemzüge mehr auch einzuatmen. Und wenn dir das gelungen ist, auch wenn es kürzer ist, spielt keine Rolle. Solange es geht, atmest du ganz kurz nicht. Du hältst diese Fülle. Und du beobachtest nun jetzt, wie deine Lunge sich weitet, wie stark dein Körper ist. Und nun öffnest du ganz leicht deinen Mund und atmest sanft hinaus, genauso lange. Über die Nase atmest du wieder hinein und nimmst wie ein wissbegieriger Forscher wahr, ob du nochmal so tief einatmen kannst, den Rippenbogen in alle Richtungen zu bewegen, einen kurzen Moment, eine Pause dir zu gönnen, diese Fülle mit dir selbst zu fühlen. Und über den geöffneten Mund wieder aus. Dieses bewusste Wahrnehmen. Reist du noch mehr nach innen. Dein Waggon des Bewusstseins geht immer tiefer in dich hinein, immer tiefer. Genieß diesen Moment. Mit dem nächsten Einatemzug fühlst du diese schöne Kälte wieder an deiner Nase. Und jetzt beobachte mal, wie sich in dir eine kleine Massage, indem deine Schultern, deine Lunge und deine Organe mit massiert werden, über deine Atmung, nur über deine Atmung, indem du lange, tiefere Atemzüge dir immer mehr erlaubst, dein Zwerchfell die Information bekommt, hier auch mal loszulassen. Dann spürst du diesen warmen, angewärmten Atemzug über deine sanften Lippen nach außen. Lange und noch länger. Und nun beginnst du auch hier in der Ausatmung eine Pause zu machen. Vielleicht 1, 2, 3 Sekunden. Und über dieses schöne, ruhige, bewusste Atmen gelangst du noch mehr in deine innere Welt von Ruhe und Frieden. Diese Welt für dich vielleicht neu sein mag. Genieß mal diese tiefe Verbindung zu deinem Leben. Lange, tiefe Einatemzüge hältst du ganz kurz innen und beobachtest dich. Wie schön es ist, deine Rippenbögen so zu weiten. Das Zwerchfell Freude hat, so lange tiefe Atemzüge in Gang zu setzen, denn es ist ein großer Muskel.
und über deinen Mund ganz lange, indem du den Kehlkopf jetzt ein bisschen enger machst und ein Ocean Breath in Gang setzt. Eine kleine Pause für dich da ist. Jetzt machst du das für dich, ohne das Gefühl zu haben, du bist in einer Arbeit, sondern geh mal in deine Erfahrung jetzt, indem du dich langsam mit dir verbindest, gerade wenn es neu für dich ist. Stell dir vor, du gehst immer mehr zu diesem Kern nach innen, in dem es so viel zu entdecken gibt. Dieser Waggon des Bewusstseins, deiner Sichtweise, nun bald in dir angekommen ist. Stell dir vor, du bist in dir in einer Welt, wo es immer wieder neu zu entdecken ist. Was für Wunder in dir leben und vorhanden ist und entstehen jeden Tag. Diese Massage, die du in dir fühlen kannst über deine Atmung. Die Schultern sich von innen ganz leicht bewegt fühlen, ohne dass du dich anspannen musst, wenn du da ganz arg loslässt, mal bewusst loslässt. Auch deinen Kiefer, deine Zunge ganz weich, den Kopf leicht gesenkt, nur ganz leicht, sodass du tief atmen kannst. Deine Rippenbögen sich ausweiten wie Flügel, rechts, links, vorne, hinten. Deine Nieren im Rücken hier massiert werden, denn die liegen ganz knapp unter deinen Rippenbögen. Dein Herz, eine wundervolle Massage von deinem Zwerchfell bekommt, über dieses tiefe Einatmen. Dein Magen sich beruhigen kann. Deine Leber direkt unter deinem rechten Rippenbogen. Diese schöne Einatmung genießt, diese Ruhe. Dadurch ganz andere Stoffwechselprodukte und Prozesse in Gang gesetzt werden. Dein Waggon der Aufmerksamkeit. Dein Blick nach innen. Komm nun gleich am Zentrum an. Mit dem nächsten Einatemzug über deine Nase, indem du tief einatmest, ohne Anspannung deiner Schulter, Nackenmuskulatur, hältst du ganz kurz inne. Und nun hör nach innen. Fokussiere dein Herz, fühle deine Bewegung von deinem Herzen. Vielleicht kannst du das Klopfen auch irgendwo in deinem Körper wahrnehmen. Und mit dieser Freude gehst du in die Ausatmung. Ganz lange. Ocean Breath. Und in dieser Pause beobachtest du nochmal, ob du irgendwo deinen Herzschlag finden magst. Manchmal braucht es etwas Übung, um dieses innere Gehör, um diese innere Stimme deines Herzschlags wahrnehmen zu können. Um dir dabei ein bisschen zu helfen, nimmst du nun deine rechte Hand. Deine Fingerspitzen ganz sanft drückst du ihn ganz leicht gegen deinen linken, tiefsten Punkt des Rippenbogens, dort wo dein Magen ist. Du atmest ganz tief ein, hältst ganz kurz inne und über deine Fingerspitzen nimmst du ganz leicht deinen Herzschlag wahr, such ihn mal, dort wo deine Rippenbögen sich zueinander treffen.
schiebst du ganz leicht nach links innen. Fühl mal dein Herz, fühl mal dein Leben und atme lange wieder aus. Und in dieser Atempause, du lässt deine Finger da ganz sanft, ohne massiven Druck. Du sollst es nur ganz leicht wahrnehmen, so kannst du von deinen Fingerspitzen und von innen deinen Herzschlag wahrnehmen und hören. Immer dann, wenn du mit deiner Atmung pausierst. Und dein Waggon der Bewusstseinserweiterung der Aufmerksamkeit ist im Zentrum angekommen. Und dort drin sind viele Wunder. Dort drin bist du. In diesem Zentrum. Das ist dein Leben. Deine Atmung und dein Herz ist das, was im Mutterleib das Erste war, was geschlagen hat und was sich geübt hat. Es sind die zwei Organe, die wir bewusst wahrnehmen können, die uns verhelfen, uns zu beruhigen. Immer wieder fühlst du diese schöne, tiefe Einatmung über deine Nasenspitze. Fühlst diese weiten Rippenbögen wie Flügel sich immer weiter ausbreiten. Fühlst an deinen Fingerspitzen deinen Herzschlag und hörst nach innen. Und erlebst diese unglaubliche Verbindung zu dir, diese tiefe Beziehung zu dir. Hier bist du angekommen in deinem Zentrum, in deinem Sein. Diesen bewussten Zustand, dich komplett als Wunder wahrzunehmen. Körper sich freut, wenn du dich so um dich kümmerst und dich füllst mit dir. Und du glaubst nicht, was eine einzige Einatmung für eine Energie ist, was für eine Verwandlung. Denn keine einzige Atmung, die du je in deinem Leben gemacht hast, hast du ein zweites Mal erlebt, denn jede Einatmung ist ganz besonders und einmalig, so wie du es bist. Über diese schöne Ruhe beruhigt sich dein Herz. Beruhigt sich dein Gemüt, dein Zustand. Du bist so stark verbunden mit deinen inneren Energien. Denn dein Herz hat ein größeres Energiefeld als dein Gehirn. Es strahlt vielmal mehr nach außen, als du jemals dir vorstellen kannst. Und nun stell dir vor, dass mit all dieser wundervollen Erfahrung, die du gerade machst, die du hoffentlich genießt, dass du eine Lieblingsfarbe nun einatmest, irgendeine Lieblingsfarbe. Geh nicht ins Überlegen. Wenn du jetzt vor deinen Augen eine Farbe siehst, atme sie ein. Atme sie ein und stell dir vor, dass diese Farbe mit jeder Einatmung in deinem Körper verteilt wird, wie wenn du ein Glas Wasser hast und einen Klecks Tinte reinmachst. Ganz langsam mit jeder Einatmung verteilst du diese wundervolle Energie, diese Farbe in deinem Körper. All deine Zellen, all deine Organe entspannen sich immer mehr. Du fühlst, dass das Einatmen dir immer einfacher fällt, dass dein Zwerchfell immer mehr diese Information von dir bekommen darf, loszulassen. Und mit dem Ausatmen bleibt diese schöne Farbe in dir.
Vielleicht fühlst du auch ein neues Gefühl von Wärme, Zufriedenheit, Dasein, Lebendigkeit, Glück. Jetzt schaltet sich hier deine zweite Phase ein, das ist deine Seele. Deine Seele wird berührt, indem du dich um dich kümmerst, indem du jetzt im Moment für dich da bist. Und ein großer innerlicher Raum von Bewusstsein erweitert sich. Vielleicht nimmst du wahr, dass deine Gedanken immer mehr in dem Hintergrund verschwunden sind. Immer mehr im Nichts. Alles wird so unwichtig, was im Außen passiert. Du kriegst die höchste Energie, die du dir erlauben kannst. Immer mehr spürst du, dass dein Körper diese Atmung nutzt. Du konzentrierst und fokussierst dich voll und ganz auf dich. Dieser schöne Moment mit dir, den niemand nehmen kann. Du immer mehr zu der höchsten Energie, zu dir selbst. In deinem schönen Bewusstseinszustand ankommst, erreichst, erlebst. Das bist du. Das, was du erlebst, bist du. Dein wahres Ich, dein heller Geist, deine warme Seele, dein Wunderwerk von Körper, das bist du. Mit dieser Energie, die dir jetzt vielleicht erst bewusst wird, gehst du jeden Tag durch die Welt. Vielleicht gelingt es dir ab heute, mit einem anderen Bewusstsein, deinen Weg zu gehen. Und wenn du möchtest, mit dieser Erfahrung, indem du jetzt tief einatmest, deine Flügel ausbreitest mit deinen Lungen, dich entspannt und aufrecht zugleich fühlst, deinen Herzschlag in deinem Brustkorb für dich wahrnimmst. Eine Farbe, die sich verteilt immer mehr und immer mehr. Du ein besonderes, schönes Gefühl mit dir wahrnehmen kannst. Genau dieser Zustand ist dein Leben. Das bist du. Ein reines Wunder. Ein schönes Wunder. Das ist dein Leben. Fühle diese besondere Möglichkeit und Erfahrung, dich selbst nun anders kennenzulernen. Denn in diesem schönen Moment der Ruhe in dir, in diesem friedlichen Moment, bist du so stark mit dir verbunden, mit deinem Herzzentrum, wo es keine Kriege gibt, wo es nur Liebe gibt, Vertrauen, Geborgenheit, Mut, was zu verändern, Sicherheit. Hier ist deine Beziehung und Bindung zu dir.
das bist du. Von deinem ersten Tag deiner Geburt. Reine, pure Liebe. Wenn du das für einen einzigen Atemzug gefühlt hast, für einen einzigen Moment, weißt du, dass dies für immer möglich ist, je mehr du dich verbindest. Denn dein Herz möchte nichts anderes, diese Liebe nach außen zu bringen für dich und für die Welt. Dein Herz kennt keine Kriege. Dein Herz kennt kein Neid und keine Missgunst. Dein Herz möchte, dass du offen und lebendig durch die Welt gehst, um wundervolle Erfahrungen zu machen und all diese schönen Momente genau dort zu speichern, wo du dich jetzt verbunden fühlst. Nimm noch einmal eine ganz, ganz tiefe, bewusste Einatmung für dich. Und genieß den nächsten Atemzug nochmal. Du bist das größte Wunderwerk. Verstehst du das? Du kannst mit diesem Gefühl in dir alles erreichen, was du möchtest. An diesem Ort, wo du dich jetzt zu Hause fühlst, neu bist, vielleicht dich neu kennenlernst, ist genau das möglich, was du dir in der Realität vielleicht nie zugetraut hast. Du erschaffst dir deine Welt. Neu, wenn du in dir diese schönen Gefühle wahrnehmen kannst. Bleib noch einen Moment so sitzen, wenn du magst. Genieß diese schönen Erfahrungen und fühl dich von Herzen umarmt.